Auch für Konrad Adenauer bleibt die Zeit nicht stehen. Sein Wille, seine Gedanken bestimmten über ein Jahrzehnt lang die Bonner Politik. Der Ruhm der Nachwelt scheint ihm sicher. Aber man sagt, jetzt laufe ihm die Zeit davon. Ist er dabei, sich selbst zu überleben? Der Oberbürgermeister AD. Ein Haus wie viele andere am Rhein, für den Kanzler aber gleichzeitig ein Refugium. Eine Stätte, die ihm Zuflucht bietet. Hier wurden und werden keine Feste gefeiert. Hier will Konrad Adenauer möglichst ungestört wohnen. Besucher sind nicht häufig und kein Fremder wurde bisher über diese Treppe in die Privatbibliothek geführt. Ein stilles Haus, dessen Hausherr seit langem Antiquitäten und Ölgemälde sammelt. Das Haus eines Oberbürgermeisters AD, bereichert um Erinnerungsstücke von den Reisen des Kanzlers Adenauer. Ein historisches Wohnzimmer. Hier wurde er vor 13 Jahren Kanzlerkandidat der CDU. Er leitete damals als Hausherr unbekümmert die Versammlung, die ihn wählte. Bei aller staatsmännischen Größe hat er nie als großer Denker überzeugt. Das hat sich genauso herumgesprochen wie sein einfacher Redestil. Er ist nun einmal kein Cicero vom Rhein, aber er drückt sich wenigstens allgemeinverständlich aus, auch wenn er über das plaudert, was er liest. Viel Zeit habe ich nicht und ich habe eine Gewissenserforschung neulich schon angestellt, als ich auf dem Parteitag war in Dortmund. Da hat durch irgendein Malheur, haben die Journalisten gesehen, was eine meiner Sekretärinnen in meiner Tasche hat. Sie fanden da einen Kriminalroman und einen Band.